In Frankreich gibt es 1,5 Wochen vor dem zweiten Durchgang der Präsidentenwahl erneut Terroralarm. In einer McDonald's-Filiale in der südfranzösischen Metropole Grenoble ereignet sich Donnerstagmittag eine Explosion. Zudem gibt es eine Stichflamme auf der Toilettenanlage des Burgerrestaurants. Dicke Rauchschwaden dringen aus dem Lokal. Verletzt wird niemand. Der Sachschaden in dem Gebäude dürfte aber beträchtlich sein. Die Polizei, die ja wegen des Ausnahmezustands im Lande verstärkt im Einsatz ist, sperrt die Umgebung sofort großräumig ab. Die Gäste, es sollen rund 30 Personen anwesend gewesen sein, werden evakuiert. Mittlerweile glaubt die Polizei, dass ein großer Feuerwerkskörper die Explosion auslöst. Die Toilette, in der er vermutlich steckt, wird völlig zerstört. Auch in England herrscht heute Alarm. Wenige hundert Meter vom britischen Parlament entfernt wird ein bewaffneter Mann festgenommen. Laut Medienberichten trägt er mehrere Messer bei sich, jedoch wird bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Der Verdächtige wird im Zuge einer laufenden Ermittlung festgenommen und steht unter Terrorverdacht. Ein Großaufgebot an bewaffneten Einheiten rückt an, um das Gebiet rund um das Parlament zu sichern. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in London ohne dies verschärft. Am 22. März rast ein Mann mit einem PKW auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge und ersticht einen Polizisten. Seitdem ist die Londoner Polizei in Alarmbereitschaft. Für den heutigen Zwischenfall meldet Scotland Yard keine Informationen über Verletzte.